Am 24. April 2024 schreibt mir Dr. Luwe vom Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen den folgenden Brief. Überschrift: Verkehrssicherung im FFH-Gebiet Wälder bei Porta Westfalica. Ihr Schreiben vom 5.2.2024. Sehr geehrter Herr Adrian, für Ihr oben genanntes Schreiben, in dem Sie um Bewertung einer Verkehrssicherungsmaßnahme im FFH-Gebiet Wälder von Porta Westfalica bitten, bedanke ich mich. Die Prüfung der Angelegenheit hat einige Zeit in Anspruch genommen, da hierzu Stellungnahmen der zuständigen unteren Naturschutzbehörde und der höheren Naturschutzbehörde eingeholt wurden. Nach Darstellung der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Minn-Lübbecke hat die Stadt Porta Westfalica im November 2023 an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden eine umfangreiche Gehölzentfernung im Rahmen der Verkehrssicherung am Jakobsberg oberhalb der Bundesstraße 482 durchgeführt. Diese Arbeiten wurden durch einen fachkundigen Dienstleister unter Zuhilfenahme einer Funk-Forstraupe und eines Autokrans unter der Leitung eines entsprechend zertifizierten Baumkontrolleurs vom Bauhof der Stadt Porta Westfalica durchgeführt. Die betroffene Fläche liegt im FFH-Gebiet Wälder bei Porta Westfalica, welches an dieser Stelle als Kernzone des Landschaftsschutzgebiets L1 Weser- und Wiehengebirge im Landschaftsplan Porta Westfalica gesichert ist. Die Fläche liegt außerhalb von Naturschutzgebieten und ist nicht im Naturdenkmal Felswände der Porta-Kanzel. Die betroffene Fläche ist jedoch teilweise dem prioritären FFH-Lebensraumtyp Schlucht- und Hangmischwälder zuzurechnen, räumlich deckungsgleich mit dem gesetzlich geschützten Biotop Schlucht-, Blockhalden-, Hangschutzwälder. Nach Bericht der unteren Naturschutzbehörde hat im Vorfeld zu der Verkehrssicherungsmaßnahme am 6. Juni 2023 ein Ortstermin mit Vertretern der Stadt Porta Westfalica, der unteren Naturschutzbehörde und dem Auftragnehmer stattgefunden. Ein Vertreter des Regionalforstamts Ostwestfalen-Lippe war aus terminlichen Gründen nicht anwesend, hatte aber vorher bereits mit Vertretern der Stadt Porta Westfalica über die geplante Maßnahme gesprochen und forstlich keine Bedenken erhoben. Die genaue Zahl der zu fällenden Bäume war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Maßnahme sollte voraussichtlich im Spätsommer durchgeführt werden. Der für die Verkehrssicherung zuständige Mitarbeiter der Stadt Porta Westfalica, ein FLL-zertifizierter Baumkontrolleur, erläuterte vor Ort die hohe Dringlichkeit der Maßnahme, da sehr viele kranke Buchen, insbesondere Komplexkrankheit, im Berg stünden, die jederzeit auf die Bundesstraße fallen könnten. Es bestand also demnach eine akute, große Gefahr, weshalb die Maßnahme entsprechend dem notwendigen Planungsvorlauf so schnell wie möglich durchgeführt werden sollte. Details, insbesondere zum genauen Umfang und Zeitpunkt der Maßnahme, sollten der unteren Naturschutzbehörde noch mitgeteilt werden, sodass durch diese zuständigkeitshalber geprüft werden könne, ob und mit welchen Nebenbestimmungen eine Zustimmung oder gegebenenfalls Ausnahmegenehmigung erteilt werden kann. Es wurde außerdem vereinbart, dass später noch über eine Nachpflanzung in Absprache mit dem zuständigen Förster FFH-konform und den topografischen Gegebenheiten entsprechend entschieden werden sollte. Die Maßnahme erfolgte im November 2023. Durch eine weitere Besichtigung der Fläche nach der Maßnahme durch Vertreterinnen der unteren Naturschutzbehörde Ende November 2023 wurde festgestellt, dass die Maßnahme auf einer Gesamtfläche von circa einem Hektar durchgeführt wurde, wobei die Fläche, auf der ein vollständiger Kahlschlag durchgeführt wurde, nur etwa 2500 Quadratmeter beträgt. Gesunde Bäume,
Insbesondere Eichen und Hainbuchen wurden wie vereinbart nicht entnommen. Die Stämme der gefällten Bäume wurden entfernt, die Kronen zum größten Teil als Totholz im Bestand gelassen. Der Blick auf das jeweilige Innere der Bäume bestätigte die Einschätzung des städtischen Baumkontrolleurs, dass die Bäume in einem sehr schlechten Zustand waren. Nach vorliegender rechtlicher und fachlicher Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Minden-Lübbecke war die durchgeführte Verkehrssicherungsmaßnahme grundsätzlich notwendig und wurde fachgerecht durchgeführt. Auch wenn eine formale Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde zum Zeitpunkt der Maßnahme wohl nicht vorlag, so hat die untere Naturschutzbehörde die Maßnahme, die sie als materiell mit den naturschutzrechtlichen Vorschriften vereinbar ansieht, im Nachgang bestätigt. Die Einschätzungen und Bewertungen der unteren Naturschutzbehörde werden durch die zuständige höhere Naturschutzbehörde bei der Bezirksregierung Detmold geteilt. Aufgrund des steilen Geländes und der durch die Buchenkomplexkrankheit geschwächten Buchen, als auch durch die vom Lackporling befallenen Eschen, war die Sicherheit der stark befahrenen Bundesstraße 482 akut gefährdet und die Maßnahme somit alternativlos. Zur rechtlichen Begründung weist die untere Naturschutzbehörde darauf hin, dass die FFH-Gebiete Wälder bei Porta Westfalica ein geschützter Teil von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2 Bundesnaturschutzgesetz ist. Gemäß § 34 Absatz 2 Satz 2 Bundesnaturschutzgesetz ergeben sich die Maßstäbe für die Verträglichkeit aus dem Schutzzweck und den dazu erlassenen Vorschriften, da hierbei die Erhaltungsziele im Rahmen der dritten Änderung des Landschaftsplanes Porta Westfalica von 2018 bereits berücksichtigt wurden. Entsprechend den Festsetzungen des Landschaftsplanes Porta Westfalica für das Landschaftsschutzgebiet L1 Weser- und Wiehengebirge sind Kahlschläge erst ab einer Fläche von mehr als einem Hektar zusammenhängender Fläche innerhalb von 3 Jahren verboten. In Klammern drittens Verbote Nummer 3. Ausgenommen hiervon sind unter anderem Kahlschläge aufgrund von Kalamitäten im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde. Bei der Maßnahmenfläche handelt es sich um eine Kalamitätsfläche, da die gefällten Bäume fast ausnahmslos schwer geschädigt waren. Der eigentliche Kahlschlag betrifft ca. 2500 Quadratmeter. Auf deren benachbarten Flächen sind Bäume des Hauptbestandes verblieben und die Naturverjüngung ist deutlich ausgeprägt, weshalb diese Flächen nicht als Kahlschlagsflächen betrachtet werden. Von einer Verträglichkeit der Maßnahme mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes ist nach Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde auszugehen. Die Durchführung der Maßnahme war selbst in den Bereichen des hier vorliegenden prioritären Lebensraumtyps der Schlucht- und Hangmischwaldes nach Darstellung der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Minden-Lübbecke zulässig. Eine Betroffenheit des Lebensraumtyps ist zwar gegeben, in Anbetracht der Kleinflächigkeit der betroffenen Fläche geht die untere Naturschutzbehörde von einer FFH-Verträglichkeit der durchgeführten Maßnahme aus. Dies gilt analog auch für das gesetzlich nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz geschützte Biotop, da dies hier deckungsgleich mit dem FFH-Lebensraumtyps vorliegt. Aufgrund der geringen betroffenen Biotopfläche, ca. 0,08 Hektar, im Vergleich zur gesamten Fläche des Biotops, ca. 22,5 Hektar, und der angestrebten und zu erwartenden Wiederbewaldung, die gegebenenfalls durch gezielte Nachpflanzungen zu fördern sein wird, ist nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung des geschützten Biotops auszugehen.
In Kürze ist eine gemeinsame Begehung der Fläche mit Vertretern und Vertreterinnen der Stadt Porta Westfalica und des Regionalforstamts Ostwestfalen-Lippe geplant. Hierbei werden gegebenenfalls notwendige Nachpflanzungen bzw. Nachsaaten zur Wiederherstellung und Pflege des § 30 Biotyptops bzw. des FFH Lebensraumtypus vereinbart werden. Damit wird den Vorschriften des Naturschutzrechts materiell Rechnung getragen. Aus Sicht des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen sind die ausführlich dargestellten, von der zuständigen höheren Naturschutzbehörde geteilten Darlegungen der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Minden-Lübbecke nachvollziehbar und plausibel. Dieses Antwortschreiben werde ich nachrichtlich der unteren Naturschutzbehörde, der höheren Naturschutzbehörde sowie dem Regionalforstamt Ostwestfalen zukommen lassen. Für Ihr Engagement für die Natur danke ich Ihnen ganz ausdrücklich und verbleibe mit freundlichen Grüßen Dr. Luwe.